Er hätte vermutlich mehr als das verdient. Verliere ich mich selbst in diesem Einsatz, bin ich nicht besser als der Feind, den wir bekämpfen. Spar dir das Mitleid für die Opfer. Du hast getan, was getan werden musste. Nein. Meine Reaktion war kathartisch. Reines Vergnügen. Herre und das Pantheon halten wir nicht mit netten Worten und guter Laune auf. Da hat sie halt absolut recht. Nicht immer. Und somit heiße ich dich wieder herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops 6 Story Modus. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und wir wollen doch direkt mal weitermachen, uns in die nächste Mission stürzen und ich hoffe, der Ton ist jetzt ein bisschen angenehmer. Aber Felix hat ihm alles über Harrow und das Pantheon geschickt. Harrow hat vielleicht noch sein offenes Ohr. Oder auch nicht. Und er traut uns trotzdem nicht. Wer weiß das schon? Er muss so oder so verunsichert sein. Youssef. Okay, dann wollen wir doch mal direkt an die Tafel gehen und mal gucken. Nimm mal, Youssef ist unsere nächste Mission. Ja. Adler hat einen Kumpel bei CENTCOM, der uns vielleicht zum Flughafen in Kauai bringen kann. Das ist allerdings eine Kriegszone. Er liefert besser, sobald Youssef in der Luft ist, ist er von der Landkarte verschwunden. Nicht jetzt. Bleib lange genug in der Hölle und du siehst den Teufel. Wie sieht er aus? Wie erwartet. Ich habe Langley verlassen wegen dir. Du erinnerst dich? Zentralkommando. Offizielle Mission? Nicht so doppeldeutig. Vielleicht versuchst du es mal. Für mich ist es zu spät. Kannst du uns zu Youssef bringen? Ich bringe euch hin. Aber dann war's das für mich. Das ist nicht mehr mein Weg. Ihr kriegt, was ihr braucht. Und ich bin raus. Hör ich nicht zum ersten Mal diese Woche. Herr, gib mir Kraft. Hol deine Crew. Aufbruch in 5. Aufbruch in 5. 5 Uhr morgens, 5 Uhr abends. Ah. Und diesmal mit einem Panzer. Oh, das sieht schon echt heftig aus. Eagle 2, verlasse Formation. 5 Kilometer. Die Panzerei beschäftigt die Irakis. Ihr schleicht euch dahinter rein. Gustav wird euch nicht kommen sehen. Der Typ? Top-Laborratte einer Söldnerarmee? Youssef entwickelt Pantheons Biowaffe. Er wird ihren Plan kennen. Frag mich, wie er nachts schlafen kann. Hast du einen Rat für ihn? Youssef ist besser noch in einem Stück, wenn wir ihn finden. Es ist ein Kriegsgebiet, Adler. Deswegen komme ich mit. Irgendwer muss ja auf dich aufpassen. Das macht uns wohl zu einem Feuertrupp, nicht wahr, Case? Schluss mit dem Gequatsche und los. Ich bin eure Überwachung, also bleibt am Funk. Und da sind wir. Ja, was los? Auf der Jagd, aber wir haben Regeln. Okay. Ich will, dass du sie befolgst. Keine Zivilisten. Und diesmal mit einer LW-3A1. Der Angriff ist fast vorbei. Das ist unser Zeichen. Der Eingang ist auf der anderen Seite des Parkplatzes. Los geht's.
Haben wir denn... Nee. Oh, aua, 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 aua. Also bisher, doch ich sehe da ganz viel sogar. Kontakt! Scharfschützen auf der Überführung! Mörserfeuer! Schaltet sie aus! Bin schon dabei! Ja, Problem ist nur, das kann ich. Kann ich nicht ganz so erkennen. Lebt er noch? Nein. Wo ist er? Da. War der Scharfschütze und der Scharfschütze ist weg. Danke, danke, danke. Wenn man so ein bisschen die Zeit einhalten kann, dann ist das auch echt einfach. Ich glaube. Habe ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen. Warum ist noch ein Scharfschütze? Den soll ich rausnehmen. Ja, das ist Pipifax. Das ist ja wirklich einfach, das ist ja gar kein Problem. So, haben wir jetzt noch welche? Da hinten ist noch jemand. Scharfschütze oder mit einem Scharfschützengewehr. In COD, das ist Pipifax. Ich habe Arma gespielt und Scharfschütze da spielen, das ist ein anderes Level. War das eine Granate? Das ist ein komplett anderes Level, was man gar nicht vergleichen kann. Aber das hier ist halt, uff. Problem ist nur, ich sehe keinen mehr. Ach, da hinten, guck mal einen an. Da hinten rannte gerade noch jemand. Okay, wir rennen mal nach vorne. Wir rennen mal langsam nach vorne, würde ich sagen. Die Mörder sind raus. Es gibt keine Scharfschützen mehr. Bereichssicher. Ich muss mal ganz kurz eine Waffe nachladen. Sekunde bitte. So. Haben wir dies. Haben wir jen, haben wir ihn. Gusevs Flieger ist auf der anderen Seite des Terminals. Mhm. Okay, das wird jetzt ein bisschen witziger hier. Ich habe schon ein paar. Nein, den habe ich nicht getroffen. Ja, und da war es mit dir. Aber wir kämpfen jetzt gegen Avalon, oder? Das sind doch keine Soldaten. Warum sollten wir gegen Marines kämpfen? Soldaten, whatever. Marines war, glaube ich. Muss mal eben nachladen. Sekunde bitte. Termine. Oh, ist das eine Anspielung auf Modern Warfare 2? Oder? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wegen Terminal. Ja, muss nicht. Kann, muss aber nicht. Das ist ja Black Ops. Das ist eine ganz eigene Spielreihe. Und MW2 war ja auch eine eigene Spielreihe von einer anderen Firma. Muss nicht. Aber eine Map im Multiplayer-Modus Terminal wäre schon, hätte schon was. Würde ich fühlen. Okay, weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so laut war. Ich mache nochmal ganz kurz einen Ticken leiser. Auf 34. Ich hoffe, das passt so. Ich komme noch gar nicht durch. Oh, der Waldfee. Ich wollte nach rein. Ich dachte nicht, dass da was rauskommt. Oh, das war eine Granate. Getötet ist. Achte auf Granatenwarnungen. Ja, das mache ich beim nächsten Mal. Jetzt sitzt meine Brille voll doof, Alter. Habt ihr hier nichts? Doch, die fühle ich schon ein bisschen mehr, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt kommt Pantheon. Ich habe keine Granaten mehr, Leute. Ich habe keine Granaten mehr. Das ist leider
Können wir ihn bitte rausnehmen? Jo, er wäre Geschichte. Naja, die haben auch gerade ihren stärksten Mann verloren. Was erwartest du? Ah, guck mal hier, Munition. Ja, danke. Meinst du? Ich dachte, die spielen nur mit uns. So ein bisschen Golf. Ich dachte, die spielen mit uns ein bisschen Golf. Das ist darum jetzt Geschichte? Ich denke, darum ist Geschichte. Wir laufen einfach mal. Jo, mit Raketenwerfer, Leute. Da hinten. Oh, über mir war einer. Ich bin dabei, aber wir müssen auch ein bisschen auf die anderen Acht geben. Sonst ist das alles echt ein bisschen schwierig. Der lebt halt da hinten noch, ne? Wir laufen mal ein Stück nach vorne. Holla, der Waldfee. Oh ja. Wir haben noch eine Armes hier. Ich hoffe, ich spreche den Waffennamen richtig aus, sonst. Wo? Von rechts. Holla, der Waldfee. Ich habe keine Deckung. Ich habe keine Deckung. Lass mich noch gehen, wieder zurück. Komme ich hier hoch? Nein, schade. Na Leute, ich muss mal. Das ist er. Von wo denn? Das ist ja schön, dass da eine Granate raus ist. Junge, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Das war's mit dir. Holla, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Deckung suchen. Sekunde bitte. Es geht sofort weiter. Ich brauche nur ganz kurz, mal ganz kurz ausruhen, ne? Ganz kurz. Oh, das war getroffen. Das war sogar gut getroffen. Warum ist das aber keiner mehr, ne? Warum ducke ich mich? Ich habe einen Raketenwerfer. Ist eine Rakete auf mich geflogen, aber ich ducke mich. Das ist okay. Okay, das war ein guter Speicherpunkt. Oh, das hat mich fast hops genommen. Okay, das. Scharfschütze ist schon echt krass. Hoffen wir. Muss nur ganz kurz. Haben wir ein bisschen Munition, die ich aufsammeln kann und so? Nein, schade. Oh, aber hier gibt es Munition. Und Plattenrüstung. Cool, nehme ich. Direkt zweimal anziehen. Munition kann ich nicht mitnehmen. Hier ist sonst weiter nichts, ne? Nein, okay, wir können weitergehen. Dann sollten wir uns definitiv. Dann sollten wir uns definitiv beeilen. Wer bist du denn? Wir sind verletzt. Überprüft eure Ecken. Sie sehen unbewaffnet aus. Ruhig bleiben. Okay. Die Granaten, ich kann nichts ausrüsten, ich bin voll. Hier hinten liegt vielleicht noch irgendwas. Ja, den nehme ich mit. Ein LMG brauchen wir nicht. Okay, nee, ich bin fertig. Wir können weiter. Da ist jemand. Ich wechsle mal, ne? Schön auf den Hinterkopf. Ich muss wirklich weg. Huhuhuhu, da war eine Granate. Jetzt ist es ärgerlich. Ärgerlich. Oh, das hat geschmeckt. So, haben wir jetzt hier noch einen Kollegen.
Dahin kommt zumindest noch einige. Sorry. Na komm, du hättest riechen. Ich weiß nicht, wie ich wegwerfe. Ich verdrück mich immer. Ich verdrück mich immer mehr. Den hätte ich treffen können, habe ich aber nicht. Es ist halt einfach, es könnte halt einfach Terminal sein. Oh, was eine schöne Map damals. Terminal war so eine schöne Map. Kann man natürlich sehen, wie man möchte. Nee, jeder kann eine andere Meinung haben. Natürlich, absolut richtig. Ich kann wundern, dass da oben keine Scharfschützen hängen. What the fuck? Was war das denn? Okay, die ist aber nicht bei mir, ne? Nein, scheint nicht so. Nein, er hat sich gerade geduckt. No. Das war's mit dir. Das war's mit dir. Noch jemand? Da hinten. Oh, jo. Wir sollten uns beeilen. Warum sind die schon vor mir? Mhm. Geld 14. Muss mal ganz kurz hier rüber. Holy, hat ein MG, oder? Das war's mit dir. Oh, das sieht sehr nach Ärger aus, also. Aber das Scharfschützengewehr, das sieht. Ach, das müsst. Holla, der Waldfee! Ich muss mal ganz kurz in Deckung. Wo ich glaube, die erste liegt runter. Das war's mit ihm. Oh, let's go. Ich glaube, so sollte man kein Scharfschützengewehr anwenden. Wie krass ist sie, wie die sich Deckung suchen. Ich finde das absolut heftig. Sorry. Du bist auch tot. Wie krass sie sich Deckung suchen. Ich finde das absolut heftig. Ich hätte ganz gerne Munition, um ehrlich zu sein. Wir können mal wechseln. Wir wechseln. Und ich denke nicht, dass mir ein Scharfschützengewehr noch irgendwas bringt. Daher wechseln. Holy, das sind Fahnen lang. Da war einfach eine Fernte. Oh mein Gott. Wo schießen die? Da drüben irgendwo jemand? Ich sehe da jetzt keinen. Ach. Leute, beruhigt euch. Haben wir noch irgendwas anderes, was ich verwenden kann? Nein. Da hinten ist halt noch irgendwo was. Feinde davon. Mäh sie nieder. Auf der Seite. Ja, ich bin dabei. Rücken wir vor und kommen gut als Leibwächter aus. Macht sie fertig. Hat den Schuss verpasst. Ja, kommt ihr doch. Oh, das war gut getroffen. What the fuck, wie du fährst?
alles auf der Seite. Wie schmeckt dir eigentlich deine eigene Medizin, du? Ja, schmeckt dir deine eigene Medizin? Jo, ich bin dran. Alles klar, let's go. Wir wollen hier rein. Natürlich ist hier keiner. Sicher. Ist nicht Gusevs Flugzeug. Falsche Fährte. Marshall, wir brauchen Augen auf Gusev. Ich durchsuche das Gebiet. Die Panzer sind fast da. Hab ihn. Außerhalb von Terminal 3. Sie bringen ihn zu einem Frachtflugzeug der Armee. Natürlich, natürlich. Terminal. Wir nehmen die Abkürzung über das Flugfeld. Was zum Teufel redest du da? Diese Panzer. Wir haben ein anderes Problem, du. Was sagst du jetzt? Das Flugfeld oder kein Gusev? Das Flug. Oh, Junge. Warum hat er immer recht? Das ist eine sehr gute Frage, du. Ich muss noch mal ganz kurz zurück. Oh, natürlich geht das nicht. Na dann, let's go. Ich erlöse sie mal von den Qualen. Ich erlöse sie mal. Ich erlöse sie. Wo geht's? Oh, lol. Sorry, war ein bisschen was am Ausprobieren. Wir sind zu viel. Scheibenkleister, die Mission ist ja krass. Die ist heftig. Die ist heftig. Okay, der letzte hat getroffen. Das war's mit dir. Achtung, Koalitionshelikopter kommt von Osten. Die ziehen sich zurück. Wie soll ich den down bekommen? Oh ja, betreten. Okay, let's go. Die Koalitionspanzer werden uns mit diesem T-72 unter Beschuss nehmen. Verdammt, ich werde von meiner eigenen Panzerlinie pulverisieren. Na, so macht natürlich Spaß. So macht das natürlich Spaß. Wie in den alten Zeiten. Wie in den alten Zeiten. Der dürfte nicht mehr leben. Ich bin dabei, ich bin dabei. Wir müssen halt immer noch. Scheiß auf den Typen. Ziel getroffen. Flugzeug am Boden. Wir müssen los. Komm schon. Sie sind schwierig zu finden. Zeit für ein Gespräch. Bitte, das Pantheon zwang mich, ihnen zu helfen. Die bedrohten meine Familie. Glaubst du das, Sims? Die Kinderbilder waren schon drin. Zum Glück haben wir einen Lügendetektor. Case, bring ihn zum Reden. Warte mal, was, wie, was, Rippenschlagen? Was tust du für Pantheon? Gewaltsamer. Die Opfer reißen sich in Stücke.
Okay, Leute, wie es aber hier weitergeht, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du bis hierhin zugesehen hast. Wenn du meinst, du magst den Content, den ich mache, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, kommentierst oder ein Like da lässt. Hilft nicht nur mir, hilft auch dem Algorithmus her und lässt unsere Community immerhin weiter wachsen. Jetzt aber bis zum nächsten Mal, Teddy Tüdelü. Ciao, ciao.